Nach einem erfolgreichen Jahr und einem gelungenen Artort-Festival im Sommer sowie einem mehrwöchigen Peru-Aufenthalt mit Auftritten in Lima im September präsentierte das Unterwegstheater vom 16. bis 19. Oktober mit dem Stück Quatuor pour la fin du temps noch einmal eine geschichtlich inspirierte Aufführung in Heidelberg. Die Aufführung vereinte eine Tanzchoreografie von Jai Gonzalez mit den Klängen des von Olivier Messiaen in Kriegsgefangenschaft entstandenen und 1941 uraufgeführten Quartetts Quatuor pour la fin du temps. Das Interessante bei Quatuor pour la fin du temps ist die Entstehungsgeschichte. Es wurde nämlich in einem Gefangenenlager 1941 von Olivier Messiaen fertiggestellt und er hat das mit für die Instrumente geschrieben, die eben zu diesem Zeitpunkt und in dieser Konstellation vorhanden waren. Das war eine, glaube ich, zwei- oder dreiseitige Geige, ein Cello, ein Klavier und eine Klarinette. Das Stück wurde unter anderem von der Pianistin Claudia Perez Iniesta mit weiteren Musikern in der Hebelhalle zusammen mit der durch das Unterwegstheater performten Tanzchoreografie live aufgeführt und begeisterte an den Aufführungstagen das zahlreiche Publikum. Im musikalisch-tänzerischen Zusammenspiel zeigte sich einmal mehr die besondere Note der Tanzaufführungen des Unterwegstheaters. Ja, also es gibt sieben bzw. acht Mouvements, also Teile. Angelegt ist das Ganze nach einem Text aus der Offenbarung, also aus der Bibel. Es geht da um die Erscheinung von Engeln und um die Apokalypse und ein bisschen aber auch um ja einen Funken von Hoffnung in dieser grässlichen Kriegszeit. Vor der Aufführung sorgte einmal mehr der Videokünstler Simray Sir für die visuelle Unterhaltung. Bei seiner Installation tanzten diverse Formelemente zu entspannender Lounge-Musik. Im Interview sprach Bernhard Fauser auch rückblickend nochmals über die Peru-Reise seines Ensembles und die Unterschiede zwischen dem peruanischen und dem deutschen Tanzverständnis. Und dort haben wir mit drei Tänzerinnen des Nationalballetts und eben fünf Tänzern des Unterwegstheaters Bajissimo gemacht im Teatro Municipal. Das ist ein sehr schönes, altes Theater, so Bauzeit um 1880 sowas, was vor 4, 5 Jahren wieder neu eröffnet wurde, nachdem es verbrannt war. Es ist so ein bisschen so ein Traumtheater wie Scala, also mit viel Blattgold und sehr schönes Theater. Ja. Naja, also die Körpersprache in Lateinamerika ist natürlich eine ganz andere als in Deutschland. In Peru tanzt man doch noch mehr das klassische Ballett im Sinne Schwanensee. Und also da ist man noch ein bisschen in der Entwicklung der Tanzsprache Ballett hinterher, aber hat hervorragende Tänzer. Nach der Vorstellung hängte Bernhard Fauser sinnbildlich seine Tanzschuhe vorerst an den Nagel, denn für das Unterwegstheater geht es bis Ende des Jahres nun erstmal in eine Schaffenspause. Das nächste Event ist dann für Januar geplant. Das nächste hier von uns produziert findet im Januar statt. Da kommt der chinesische Nationalzirkus.